Herzlich willkommen zum neuen Video und dem versprochenen F1, also Kinderfeuerwerkstest, was ich ja bei Norma gekauft habe, und das werde ich jetzt direkt alles testen. Wir haben jetzt hier das Alien Class 11 Fontaine für 5,99 € oder zum Beispiel das Light My Fire 7-teilig Fontaine Set auch 5,99 €. Dann haben wir hier das Feuerschwert. Das kommt dann zum Einsatz, wenn die Reste gezündet werden. Und ja, Disco-Eimer haben wir hier noch. Richtig schön mit Fontänen, allerlei Kleinkram. Dann haben wir hier noch eine Nico Bengal Flamme, ein paar Tischfontänen. Also das sind quasi Tortenfontänen, die man im Zimmer abbrennen kann mit quasi kalten Funken. Dann haben wir hier Nico Fireballs, so Cracklingbälle XXL. Dann hier das Crazy Kraut, ganz wichtig, nicht in den Mund stecken, ist ja klar. Also F1 auch, schöne Crackling-Tüten, will ich sie mal nennen. Und das ist jetzt nicht von Norma, aber ich möchte es euch trotzdem noch zeigen. Das ist die dicke Brummer XXL. Das sind quasi tolle Biene oder sowas, Brummer, aber halt in XXL. Also riesig groß, auch F1, richtig schön. Und dann haben wir hier noch das Spinner Pack. Das Spinner Madness. Das sind von Leslie solche Bodenwirbel mit Farbverwandlung. Und dann haben wir jetzt hier noch so einen Hundehaufen. Das ist quasi so ein Hund, der kackt quasi. Also anfangen tun wir jetzt hier mit diesem, ich nenne mal Bodo, Hundehaufen. Achtung, dieser Hund hat wirklich gut gefressen. Genau, also alles was reinkommt, muss auch wieder raus. Also der Bodo, der legt jetzt gleich ein richtig fettes Häufchen. Machen wir gleich weiter, und zwar ist das jetzt das Alien Class Sortiment von Leslie, 11 Fontänen. So, los geht's mit diesen Fontänen hier. Dann zünden wir gleich die nächste, das ist die Sky Robot. So, Hypothetical, und hier die Space Fountain. So, und jetzt die Space Fountain.
Und übrig bleiben noch hier diese drei Vulkane, die werde ich jetzt gleichzeitig zünden. So, am Ende würde ich sagen, für ein kleines Fazit, also hier für 5,90 € 11 Fontänen vom Alien Class. Ja, sind recht schöne Fontänen, abwechselnde Effekte, verschiedene Effekte und ist wirklich zu empfehlen. So, weiter geht's. Jetzt haben wir das Light My Fire Sortiment. Hier drin sind 7 verschiedene Fontänen. Ja, und mal sehen, was da also so rauskommt. Fangen wir mal an mit der Rings of Fire. Jetzt die Stars and Cards. So, und als nächstes machen wir mal ein paar mehr Fontänen, also jetzt gleich mal 2 Stück gleichzeitig. Und nun die letzte Fontäne, die heißt wie folgt: Ballroom Balls. Viel Spaß! So, nur noch hier wieder ein kleines Fazit. Light My Fire hat mir bis jetzt am besten gefallen. 7 Teile, 5,99 €. Das ist wirklich echt ein richtig tolles Sortiment von Leslie. Kann ich euch nur weiterempfehlen. Weiter geht's. Und zwar hier mit diesen XXL dicke Brummer von Weco. Ihr seht, wie riesig die sind. Also das ist wirklich unfassbar groß. Hier im Vergleich mit der Bengalfackel. Also die sind wirklich riesig und die werden wir jetzt alle zünden. Ah, die sind schon mal nicht schlecht. Jetzt gleich mal 2 Stück. So, und nun mal so einen kleinen Brummerkreis.
das sah doch richtig, richtig nice aus. Ich meine, das ist F1 Kinderfeuerwerk. Ist schon irre. Auch hier nochmal ein kleines Fazit. Dicke Brummer XXL. Sozusagen Hornissenbrummer, also riesig. Wirklich für F1 Kinderfeuerwerk. Echt zu empfehlen. So, nun im Test die Eisfontänen. Das sind quasi Zimmerfontänen, die man so kennt, wenn man es jetzt Geburtstag hat und eine Torte steckt. Also eigentlich für Indoor, aber weil es sich jetzt anbietet, zünde ich die mal draußen. Ich muss sagen, wirklich relativ lange Brenndauer. Als nächstes ist dieser Eimer hier dran, der Leslie Disco Eimer. Mal sehen, was da so alles enthalten ist. Disco Eimer, fangen wir mal an mit den zwei kleineren Fontänen hier. Die zwei größeren Vulkane. Jetzt machen wir direkt weiter. Das sieht, die sehen eigentlich aus wie so kleine Böllerchen. Aber jetzt werden wir erstmal sehen. Ich lasse mich überraschen, was da rauskommt. Jetzt diese, das sind wahrscheinlich kleine Brummer. Auch wieder einen schönen Kreis. Also hier sind auch alle abgebrannt, das sind so kleine, ihr habt sie gesehen, ein bisschen Knisterkräckling mit so ein bisschen paar bunten Sternen. Auch hier wieder ein kleines Zwischenfazit, also der Disco-Eimer von Leslie Feuerwerk. Hier, ihr seht jetzt 4,99 bei Norma. Naja gut, es geht halt, ist halt Kinderfeuerwerk, aber da würde ich halt lieber das Light My Fire nehmen. Die Fontänen sind deutlich besser. Also jetzt haben wir auch noch übrig das Crazy Kraut von Leslie, sind so kleine Knalltüten, sage ich mal. Dann die Fireballs. Und hier noch Spinner Madness, aber da werde ich wahrscheinlich so eine kleine Massenzündung hier mit diesem Feuerschwert machen. Mit Hilfe vom Feuerschwert und dann passt das. Also jetzt Crazy Kraut. So, kommen wir nun fast zum Ende. Ihr seht hier das Feuerschwert liegen. Das ist so eine riesige Bengalflamme. Dann diese Crackling Bolts und diese Leslie Spinner. Und dann habe ich hier noch so eine Nico Bengalflamme. Das werde ich jetzt also alles mit diesem Feuerschwert entzünden.
Ja, das war lustig. Also F1 Feuerwerk ist ein Riesenspaß für Groß und Klein, wenn man nur weiß, wie man es richtig anwendet. In dem Sinne. Ja, mit F1 Feuerwerk müssen wir halt dieses Jahr auskommen, da dieses Feuerwerksverbot ja leider Gottes gekommen ist. Aber man muss halt das Beste draus machen.